was? Du weißt, dass er eine Schwester namens Mina hat? Woher weißt du das? Weil sie meine Klientin ist. Verstehe, sieht aus, als hätten wir das gleiche Ziel. Dann versucht sie also selbst an eine Eintrittskarte zu kommen? Ziemlich schlau. Dann brauchst du dich nicht um meinen Fall zu kümmern. Gibst du auf? Wenn ihr beide ein Ticket findet, haben wir eines zu viel. Ich kann es nicht glauben, dass ich mich von ihr so habe manipulieren lassen. Sie ist so stur und hört nie darauf, was ich ihr sage. Aber sie gibt niemals auf, das muss ich ihr lassen. Sie geht mir nur auf die Nerven. Aber hast du mich nicht angeheuert, weil du ihr eine Freude machen wolltest? Wenn ich einen Fall ernst einmal angenommen habe, schließe ich ihn auch ab. Ich werde dir die Eintrittskarte beschaffen. Du kannst die überzählige haben. Begleite sie und pass auf sie auf. Das gehört sich doch so für einen großen Bruder, stimmt's? Schätze schon. Dann ist es beschlossen. Ich habe den Fall eben erst angenommen und wollte gerade mit der Arbeit beginnen. Hast du irgendwelche Ideen? Verstehe, einen der Dinorismaker zu fragen. Das klingt vielversprechend. Ich komme mit dir, dann haben wir bessere Erfolgsaussichten. Mal sehen, ob ich gleichzeitig beide Fälle der Geschwister lösen kann. Warte im offenen Raum auf uns. Wo wir hingehen, haben Kinder nichts verloren. Danke, ich hoffe, ihr schafft das. Überlass das nur uns. Liebe Freunde, ich bin mal gerade. Muss ich mal. Wohin? Wichtiges erledigen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn. So, und nach dieser Unterbrechung sind wir wieder da. Ich hoffe, die hat man jetzt nicht so arg mitgekriegt. Bevor ich es vergesse, denn es könnte sein, dass diesen Monat vielleicht der ein oder andere Tag, wo ich die Uploads freigebe, sich verzögert. Grund hierfür ist einfach, ich habe diesen Monat sehr viel zu tun. Auch studiumsmäßig. Leider Gottes. Und deshalb bitte ich, das Ganze zu verzeihen, falls es denn zu Ausfällen kommt. Ich versuche es natürlich zu kompensieren, aber ich kann nichts versprechen. So, nichtsdestotrotz, wir müssen hier weiter durch Kowloon Ebene 2. Immer noch wegen dieser Kartenangelegenheit, meine ich, wäre es gewesen. Aus dieser kleinen Pause, die ich eigentlich machen wollte, ist doch ein etwas längeres Päuschen gewesen, als ich gedacht hätte. Jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen würde. Oh. Zack, hier ist nichts. Egal. Bringt das eigentlich noch was, die zu killen? Ich meine, ich gebe mir ja gar nicht die Mühe darin. Ich hoffe ja immer noch, dass ich es jetzt heute schaffe, vielleicht. Mein Gatomon und mein schwarzes Gatomon. Wie soll ich die auseinanderhalten? Einfach nur schwarz und weiß? Na, ist ja auch egal. Zumindest schon mal die Voraussetzung ist gegeben für was Gutes. Für diese Mischung da. Sofern man diese Mischung auch erreichen kann. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde mal sagen, ja. Wäre sonst schade, wenn man das nicht selber machen könnte. Hinterhalt! Aha. Ich wollte schon fast schimpfen. Ich kam nur überhaupt nicht dran. Und krieg dann eine gesippt. Also, da braucht man natürlich keine unglaublich starke Blitzquote. Das kriegen wir so hin. Wir regeln das. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier tiefer in der Ebene wollte. Ich meine, da war irgendwas mit diesem Kartenstein, also mit diesen Geschwistern.
Aber ganz genau habe ich das jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Sowas nennt man dann Overkill. Guck, sowas reicht doch schon. Da muss man doch nicht auch noch die Bazooka dagegen einsetzen. Ich frage mich ja eines, sind wir wieder so ein bisschen überlevelt oder sind wir... Weil ich habe das Gefühl, wir kämpfen hier gar nicht so oft wie im Hauptspiel. Nicht falsch verstehen, aber ich habe irgendwie so ein bisschen die Sorge, dass ich ein bisschen unterlevelt bin. Was mit dir? Puh, ich bin geschafft. Der Angriff auf Kalun wird lange andauern. Du solltest deinen verletzten Dämon lieber heilen. Okay. Ja, ich habe das große Glück, meine Digimon sind gut. Die brauche ich nicht unbedingt heilen. Nur in Notfällen. Ich muss nicht mal was machen. Och, Gatomon. Steig doch mal ein paar Level. Die anderen machen es doch gut vor. Was ist das denn? Ist das der Kartenverkäufer? Vielleicht. Ah, Kryuji, was machst du denn hier? Was ist denn das für eine Begrüßung? Kann ich nicht mal eben einen alten Kumpel besuchen? Du kommst immer nur zu mir, wenn du willst, dass ich irgendwelche verrückten Aufträge annehme. Sei doch nicht so. Ich habe dich vor dem Gefängnis bewahrt, weißt du noch? Ich würde sagen, du schuldest mir den einen oder anderen Gefallen. Das sagst du immer. Also, worum geht's diesmal? Ich will deine Eintrittskarten zu Edens Upgrade-Vorschau. Das soll wohl ein Scherz sein. Die sind quasi unmöglich aufzutreiben. Hast du eine Idee, wie lange es gedauert hat, da ranzukommen? Ich würde sie niemals verkaufen, geschweige denn einfach verschenken. Nicht mal an dich. Wenn das so ist, wie wär's dann mit einer Wette? Einer Wette? Das ist unser neuer Hacker. Kämpfe gegen ihn. Wenn er gewinnt, gibst du uns die Eintrittskarte. Wenn du gewinnst, nehme ich dir die kostenlos... Nehme ich dir kostenlos so viele Fälle ab, wie du willst. Im Ernst? Mein eigener Dienstbote? Die Idee gefällt mir. Du fragst, was ist, wenn du verlierst? Also mit so einer negativen Einstellung gewinnst du niemals. Wenn du verlierst, bist du raus aus Hoodie. Was? Das wird dir leid tun. Ich bin einer der Besten im Team. Wenn du jemanden die Schuld geben willst, dann deinem Anführer da drüben. Moment. Das ist das Beste, was du aufzubieten hast? Ich glaube, ich hätte lieber den Dicken nehmen sollen. Kommen wir zur... Wir machen besser einen erstmal Platz. Oha! Machen wir die Giftfalle. Dich? Dankeschön. Au. Oh oh. Nein. Habe ich irgendwas, was mich voll heilt? Houston, wir haben ein Problem. Ich habe keine Sprays. Scheiße, Mann. Der Typ muss ein bisschen Status gesenkt werden. Danke. So.
Ich brauche das jetzt, Yukos Fest mal. Erinnert mich mal daran, dass ich nochmal einkomme. So. Verpasse ich dir jetzt eine Blitzpfote? So. Ist egal. Hauptsache, der Typ ist ein bisschen... So, machen wir hier noch eine Giftfalle drauf. Wir arbeiten heute richtig mit Dots. So. Und dann kriegst du hier auch eine Digimon-Bombe. Habe ich eigentlich... Ich glaube, mein Gatomon besitzt Aura. Könnt ihr mal ein bisschen schonender mit mir sein? Jawohl. Ja. Machen wir nochmal Giftfalle auf den Dicken. Nein! Komm, der muss weg. Ah, es geht doch. Ja. Dann werden wir mal erst die Kleinen. Ja. Giftfalle. Schon wieder. Ey, die Kleinen trifft da alle, aber die Großen, da haut er volle Kanne dran vorbei. Ich riskiere es einfach mal. Der hier. Und nochmal, weil es so schön war. Digibombe. Digibombe. Will ich heilen? Nein, ich brauche hier nicht heilen. Nicht der Mensch das macht. Lecko funny. Machen wir die Blitzpfote, das killt ihn instant. Hoffe ich. Ja, ich muss sagen, das war vielleicht doch ein bisschen knapper, als ich es mir auch erhofft hatte. Und ich muss mir unbedingt Sprays besorgen. Nein, ich habe verloren. Verdammt, du bist stark. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, du bist Ryujis Schützling. Ich hätte wissen müssen, dass du was Besonderes bist. Nicht zu fassen, dass ich darauf reingefallen bin. Wir haben gewonnen und das anständig und ehrlich. Du weißt, was du zu tun hast. Na schön, nimm sie, du Dieb. Was? Hast du sie angeheuert, eine Eintrittskarte zu besorgen? Ja, ich habe jetzt zwei Eintrittskarten. Also will ich keine Tränen mehr von dir sehen. Geht klar, danke, du bist der Beste. Ich wollte eigentlich von Anfang an mit dir zusammen zum Schnupper-Event gehen. Ich danke auch euch beiden. Jetzt können wir zur Vorschau gehen. Juhu! Gehen wir, ich muss nach Hause und mir überlegen, was ich anziehe. Hey, warte doch, nicht so schnell. Fall erledigt. Wie, was ich als Bezahlung bekommen habe? Lach nicht, aber es waren eine Digimon-Medaille und ein Plastikmodell. Du auch? Die beiden sind sich so ähnlich. Ich weiß, dass die Bezahlung nicht einmal annähernd für unsere harte Arbeit reicht. Aber manchmal ist es gut, solche Dinge zu tun. Ah, willkommen zurück. Den Fall habt ihr gut gelöst.
Danke, ich habe gehört, dass du geholfen hast. Das Mädchen hat sich sehr über ihre Eintrittskarte gefreut. Ich habe es nur für die Bezahlung getan. Sie hat einen Kommentar hinterlassen, dass sie Whopper später vorbeibringt. Ich kann es kaum erwarten. Übrigens habe ich dir etwas Saft eingeschenkt. Oh. Was machst du denn für ein Gesicht? Kann ich dich nach einem harten Arbeitstag nicht belohnen? Dank dir bekomme ich Whopper. Hier, trink du auch was. Danke, Erika. Ach. Ja? Nein, ist schon gut. Es kommt nicht oft vor, dass Erika jemanden etwas eingeschenkt. Trink aus. Gluck, gluck, gluck. Was zum... Ist das süß? Das ist nett, aber so süß. Zu süß. Es ist, als ob meine Mundhöhle mit Sirup verkleidet worden wäre. Ist das Zeug überhaupt trinkbar? Aua! Ich spüre auf einmal einen quälenden Schmerz in jedem einzelnen meiner Zähne. Ist der Saft vielleicht so süß, dass er sofort Löcher in all meine Zähne gefressen hat? Nein, ich war so stolz darauf, kein einziges Loch im Zahn zu haben. Ich will keine Karies. Nein! Hey, komm zu dir. Anscheinend bin ich von der Süße ohnmächtig geworden. Wie unhöflich muss man sein, um zusammenzubrechen, nachdem man Saft getrunken hat, der extra für einen zubereitet wurde. Ganz recht, ich habe ihn gemacht. Schau doch nicht so überrascht. Ab und zu kann ich auch fürsorglich sein. Er war süß, stimmt's? Sie bevorzugt ungewöhnlich süße Sachen. Kein Wunder, dass das Gehirn dann die ganze Zeit aussetzt, wenn die da die ganze Zeit süße Sachen, also so extrem süße Sachen. Das kann auch auf Dauer nicht gesund sein. Und dann hat die auch noch so einen schlanken Körper. Das finde ich ja doppelt so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sowas trinken würde, würde ich aufgehen wie so ein Hefepudding. Die Säfte aus dem Laden sind nie süß genug. Darum mache ich immer meinen eigenen in der Getränkeecke des Cafés. Ich gebe jede Menge Glucose rein. Das ist der einzige Treibstoff, den das Gehirn nutzen kann. Boah, Kinders, ey. Ich weiß, dass er süß ist, aber er schmeckt, wenn man sich daran gewöhnt hat. Möchtest du nur ein Glas? Du musst nicht so angewidert schauen. Er ist vielleicht ein bisschen zu süß, aber ich versuche immer, die Aromen optimal auszugleichen. Mein Bruder schmeckt er immer. Sieh nur, er hat das ganze Glas Ex getrunken. Ich möchte deine Gefühle nicht verletzen. Immerhin bin ich dein großer Bruder. Yuji. Als Erika gelächelt hat, sah Ryuji so glücklich aus und stolz. Aber seine Beine haben geschlottert wie verrückt. Was haben wir denn jetzt hier? Ich will heute die Farm putzen. Vielleicht sollte ich das Mirei sagen. Die Farm putzen. Den ganzen Unrat wegmachen. So. Dann haben wir das. Hey, Moment. Speichern, ja. Oh, jetzt kommt Story. Story. Big Yard. Ryuji-kun, いきなり呼びつけてすまないね。いえ、問題ないです。早速取り掛かりますか。お願いするよ。クライアントのシステムがエラーを起こして、もうどうにもこうにも。攻撃されている可能性がありますね。急ぎましょう。あくびなんかしてると怒られるよ。大丈夫大丈夫。俺オーナーのお兄ちゃんとマブダチだから。それよりさ、バイトちゃん、仕事終わったら飯でも行かない？残念。私今日シフト朝までだもん。おっとっと。いらっしゃいませ。何時間ご利用すか？Alle gehen ruhig die Arbeitszeiten nach.
Oh nein. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo Jimmyken. Hey, 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 you tachi! Aquajura no junbi wa susen der Kai!